Hoch. Die Grafik spinnt ein bisschen, aber egal. So. Sprich mit Empedokles. Yeah. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Tier das ist oder was für ein Wesen dahinter der Tür steckt. Ich glaube immer noch, dass es ein Minotaurus ist. Ich höre euch, meine Brüder und Schwestern. Da siehst du? Sie sind hier. Die Götter sind hinter dieser Tür. Hör nur. Ich wollte wirklich nicht so lange fortbleiben. Ketera ist, naja, wenn ihr irgendwo eine neue Plage ausprobieren wollt. Das ist nicht, was ich erwartet hatte. Das ist Tarnung, meine fantasielose Freundin. Um jene zu täuschen, die nach dem Glanz dahinter suchen. Das ist der Minotaurus. Du hörst sie auch. Das hört sich zumindest sehr stark danach an. Da ist irgendwas. Und was auch immer diesen Lärm macht, muss 2 bis 3 Mal größer sein als ein Mensch. Warum? Schnell die Scheibe, öffne die Tür. Sie erwarten uns schon. Was auch da drin ist. Ich bin bereit. Meine Brüder und Schwestern. Sagen wir mal hallo. Das Auge. Das ist es. Das Reich der Ewigkeit. Das Haus der Götter. Oh oh. Schöpfer des Universums. Streckt eure mächtigen Hände aus und bringt mich in den Himmel. Minotaurus, komm. Oh. Okay, Kyklop. Entschuldigung. Auge, ich Vollidiot. Hallo. Unmöglich. Ach, der sieht unglücklich aus. Dann wollen wir ihn mal aufhalten. Falls ihr euch fragt, gleich wie beim Mist. Alter. Ich finde den Kampf so geil. Was ist jetzt los?
Was zum... Hey. Wo ist denn der Böse? Ja, hallo! Hast du ein Auge für das Ding? Hast du ein Auge dafür? Ja, du hast ein Auge! Ja! Du hast den Durchblick! Du hast den Durchblick! Das ist ein bisschen leichter als gegen den anderen Kyklopen. Jo. Nein. Zack, yeah. Yeah. Stirb, du Best. Oh, ich glaube, der lebt noch. Ach, ich glaube, der ist nichts mehr. Nehmen wir mal alles raus. Die Beute im Auge. Weitsicht. Deswegen das Auge. Die weiß. Jetzt ist er verkümmert. Ich möchte wieder rein. Berannt ist er dann an der Treppe zum Olymp. 50.000. Oh, 50.000. Entschuldigung. Schön. Das war cool. Aber erstmal, wo ich will die. Dreckiges Grinsen. Call des Polyphemus-Zyklopen. Yeah. Yo. Schön. Schatz des Kyklopen. Diese Kugel gehört dem Kyklopen. Sie pulsiert vor Energie. Dann würde ich mal sagen. Oh. Gegen Elite und Anführer. Okay. Nein, nicht. Hier lang war das so. Ja. Dann gehe ich ja erstmal raus. Ich glaube, das ist ein kleiner Fehler. Egal. Dann gehe ich erstmal raus und gehe nochmal zu unserem lieben Herrn Pythagoras. Alias Vater. So. Das war nicht Andros, das war Terra. Terra, ja. Zack, da werden wir eben schnell hinreisen und danach Hallo zu Papa sagen. Warum sage ich das überhaupt? Ich werde das wahrscheinlich eh wieder rausschneiden. Obwohl, na, schauen wir mal.
vielleicht auch an die nächste Folge anhängen, muss ich schauen, wie ich schneide. Die Moss. Oh, schon, schnell. Schön. Dann bekommen wir gleich noch eine neue Ansprache von. Oh, wie hieß sie? Altea? Ich glaube, Altea war es. Ja, genau, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich wollte noch die anderen beiden Vulkaninseln angucken. Ja, richtig. Augen muss denn hier sein, oder? Ja. Rein da. Zack. Möge die Energie strömen. War dieses Artefakt schwer zu finden? Ich musste es nur im Auge behalten. Wow. Ich fertige diese Aufnahme an, um dir zu helfen. Verzeih, wenn es verwirrend ist. Wir Isu sehen viele Versionen der Vergangenheit und der Zukunft. Und ich weiß, du kommst mehr als einmal her. Meinesgleichen habt ihr endlose Prüfungen auferlegt. Artefakte, Kreaturen. Vom Olympus-Projekt ganz zu schweigen. Ihr Treiben gerät außer Kontrolle. Ich habe keine einfachen Antworten für dich. Deine Zukunft hängt von deinen Entscheidungen ab. Es tut mir leid, dass so viele davon in Schmerzen enden. Eure Tragödien des Theaters sind die wahren Orakel. Okay. Doch bitte, gib nicht auf. Du bist wichtiger, als du dir vorstellen kannst. Und wie deine eigene Pandora kann ich dir nur eines geben. Hoffnung. Wie deine eigene Pandora. Schmerz ist nicht unser einziges Vermächtnis. Du bist wie ich, du kämpfst gegen dein Schicksal an. Du bist nicht nur eine Söldnerin, du bist eine Heldin für die Ewigkeit. Halte dich an das, was du als wahr erkannt hast, und du wirst siegen. Finde deinen Platz in der Geschichte. Alles, was schön und furchtbar ist in dieser Welt, ist dein Geburtsrecht. Ergreife es. Warum furchtbar? Ihre Worte galten dir, adler Frau. Meine Vorbereitungen tragen Früchte. Das Potenzial deiner Blutlinie wird durch die Vorboten selbst bestätigt. Alithia sagte, sie könne viele Versionen der Zukunft sehen. Könnte sie das wahre Orakel sein? Keine Angst. Denn über der Wolke und ihrem Schatten liegt der Stern mit seinem Licht. Hast du noch mehr Fragen? Na, schade. Ja, es gibt viel zu. Kann ich schon hier hingehen? Ja, das bringt uns nichts. Was passiert? Ja, okay. Da ist es. Wir kommen noch nicht mal hin. So, haben wir mal halt zu Alithia gesagt. Jetzt fehlt uns nur noch wahrscheinlich der Minotaurus. Und hier finden wir die Antworten zur Erlösung der Menschheit. Dessen bin ich mir sicher. Die Medusa. Was ist das hier überhaupt? Das wollte ich mir auch mal angucken. Entschuldigung. Das ist auch schon blau. Aber sonst ist denn nichts. Oh! Ich fürchte, die Vorboten stecken dahinter. Das biologische Programm wurde manipuliert. Technologische Artefakte verschmolzen mit Fleisch zu monströsen Hybriden. Das ist wahrscheinlich gerade zum Dingens gewesen, zum. Jetzt will es mir nicht einfallen. So, ach du Scheiße, ach. Ja, vor diese Stunde. Das überrascht mich nicht. Die Vorboten lieben es, als Götter verehrt zu werden. Warum nicht Wesen erschaffen, die diesem Ruf gerecht werden? Die Griechen der Antike schrieben über etwas, das später mythische Wesen genannt wurde. In dieser Realität sind einige davon mehr als nur Mythen. Okay. Ja, sehen wir ja. Kyklopen.
verwandeln, mächtig genug, um Zivilisationen zu bedrohen. Gut gemacht. Und der Stab, den du den Stab des Hermes Trismegistos nennst, das ist ein Stab wie jeder andere. Er ist eine Stütze, eine Waffe und auch ein Symbol der Macht. Das habe ich schon, oder? Nein. In dieser Aufnahme sollte es um den Speer des Leonidas gehen. Doch du weißt, was Speere sind. Menschen töten sich mit ihrer Hilfe seit Hunderten von Jahren gegenseitig. Ja. Okay, jetzt muss ich auf der anderen Seite auch nochmal schauen. Entschuldigung. Obwohl, ich glaube, ich kann da noch nichts anhören. Weil hier wahrscheinlich die beiden Energiequellen noch rot sind. Hm? Vielleicht täusche ich auch mich. Das kann sein. Ah. Orte der Vorboten verfolgten einen Bildungsauftrag für die Menschen. Ich bin sicher, dir ist die Strategie dieser großzügigen Offenbarungen aufgefallen. Welche? Wenigstens ist einer der schlimmsten Einflüsse fort. In meiner Zeit zumindest. Junos Macht war immens. Ich hätte diese Aufnahmen nicht übertragen können, wenn sie noch hier wäre. Ah, okay. Also Juno ist auf alle Fälle jetzt tot. Den werden wir wahrscheinlich auch noch in Assassin's Creed 3 sehen. Zu viele von meiner Art haben die Menschen für ihre Zwecke manipuliert. Es tut mir leid, dass so viele von ihnen Erfolg hatten. Ja, Manipulation, siehe Eden, Apfel. Sie sollte als Referenzpunkt für die Simulation neuer Universen dienen. Aber wie sollen sie eine bessere Zukunft erschaffen, wenn sie nicht die Fehler der Vergangenheit sehen? Wer? Wir? Und hier solltest du zuhören und vor Ehrfurcht erstarren beim Anblick dieses Monuments dir vorboten. Du solltest dich an diese Insel erinnern, wie oft man sie auch umbenennen möge. Thera, Kalliste, Atlantis. Ach, okay. Die Vorboten waren stolz auf diese Monstrosität. Sie wollten ein unzerstörbares Abbild ihres Wissens kreieren. Tja, ich glaube, das war's. So, ich gehe jetzt mal ganz normal raus. Zumindest hoffe ich, dass es funktioniert. Denn ich möchte mich auf den anderen Inseln mal umgucken. Warte, ich glaube, es geht gar nicht, dass ich so leicht mache, oder? Oh doch. Wenn ich rauskomme, ich hoffe es. Vor allem sind das Schlangen? Ich glaube nicht. Das sind aus wie solche Greife. Ne, Gargoyle eher noch. Was ist da vorne? Ist es ein Tele... Ne, doch nicht. Ah. Doch. Okay. Und was ist das? Nichts. Wie bin ich denn hierher gekommen überhaupt? Entschuldigung. Was? Oh. Entschuldigung. Dann würde ich sagen... Ja, komm. Ich reise dahin und dann machen wir noch eine kleine Erkundungstour. Und mit klein meine ich wirklich klein. Ich mache halt diese eine versunkene Stelle, weil die halt auf dem Weg liegt, und dann gucke ich mir die beiden Vulkaninseln dann nochmal an. Also nicht Thera, sondern die anderen beiden.
Ja. Entschuldigung. Ah, jetzt hat's. So. Zack. Dann rufen wir mal die Adresse her. Da ist sie schon. So. Habe ich denn noch was? Ne, oder? Sure. Ist das was Alpha-mäßiges? Nein, lädt ja nur. Das sind Banditen, glaube ich, oder? Ja. Bruder ins Wasser! Ruhe jetzt! Alle zusammen! Jetzt! Was anderes, Leute! Was ist das Trash jetzt hier? Jo, drei. Ist das Kosmos? Schon? Au.
So. Ich sollte mir mal unbedingt versuchen, immer wenn ich immer so dieses... Oh, Soldaten. Kult des Kosmos. Und Feier von Olymp. Cool. Was haben wir hier? Söldnergürtel, naja, nichts Besonderes. Ja, ich tauche schon auf. Ruhig ab. Ruhig dich ab, mal, Alter. Schauen wir mal. Raum Fair von Olymp. 100% Schaden über Gesundheit. Gesundheit begrenzt auf 25%. Nee, sowas mag ich überhaupt nicht. Ja, momentan auch was sehr Gutes. Schiff. Haben wir einmal Kult des Kosmos. Einige Anhänger des Kults suchten nur einen starken Anführer, dem sie folgen konnten. Daher war es nur natürlich, dass sich einige an sie wandten. Und Soldaten. Anhänger, die bereit sind, ihr Leben für die Sache zu geben, aber auch ausgebildet wurden, um sie möglichst teuer zu verkaufen. Und Kultisten? Von mir. Die griechische Welt beugt sich uns. Wir sind die neuen Götter. Der mytilenische Hai. Der Kult verlangt vieles, doch vor allem verlangt er Geheimhaltung. Der mytilenische Hai tat alles, um seine Taten zu verbergen. Zu seinem Glück ließen sich viele Dinge, Waffen, Schriftstücke, sogar die Leichen von Feinden aus der Geschichte auslöschen, indem man sie zum Grunde des Meeres schickte. Er ist, wie heißt er nochmal? Götter der Ägäis, genau. Wusstest du das? Obsidian, okay. So. Zack. Und hoch da. Als nächstes. Die kennen wir schon. Gehen wir nach Aschhügel. Ist wahrscheinlich überhaupt nichts Besonderes da, aber trotzdem. Ja, lohnt sich ja schon. Lohnt sich schon? Hallo? Schatz? Mir wurde ein Schatz versprochen. Ah, da. Joa. Können wir mitnehmen.
Der kommt hier überall mit hin. Unser wilder Hengst. So. Sieht aber noch einigermaßen grün hier aus. Bergbiegler. So. Bergbiegler. So. Wieder zurück auf Hobershütten. Dann reite ich mal dahin, wo ich den Bildpunkt gemacht habe. Also zum Dorf da unten, das würde mich mal interessieren. Es gibt bestimmt nichts Besonderes, aber hey, egal. Achso, da unten. Das sieht so special aus. Ach, da hinten. Das habe ich gesucht. Das Pferd ist da. Komm, das Fragezeichen mache ich jetzt mal ausnahmsweise noch mit. Beziehungsweise ausnahmsweise mache ich es mit. Ja, Schuss drauf. So. Denn das ist was Besonderes. Das ist eine Vulkaninsel, die nicht wirklich als besonderes Gebiet hervorgesehen ist. Boah. Wenn wir in Italien wären, würde ich sagen, das ist Pompeji. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Ein abgebrannter Vulkan? Mhm, Simon, ist klar. Ja. Los. Abgebrannter Vulkan, wie komme ich von diesem Scheiß? Das ist ein Grab, oder? Oder eine Höhle? Eine Höhle. Wahrscheinlich nichts Besonderes. Oder? Nö. Los. Und sonst gibt's hier nichts Besonderes. Okay. Das bist du auch noch, oder? Ja. Los. So. Huch. Ich hätte eigentlich schon längst eine Aufnahmepause machen müssen. Ich hätte schon längst anfangen müssen mit Red Dead Redemption 2. Scheiße. Aber es macht so viel Spaß. Hey. Egal. Mir fehlt hier ein bisschen dieses Beiboot, wie aus Assassin's Creed 4 und aus Rogue, glaube ich, war das auch. Dass man einfach so zum Boot klemmt, Beiboot hingeht, hin drauf tippt und dann sofort zum Schiff kommt. So.
Und jetzt hat Richtung wütender Krater des Arkes. Aber sieht schon echt cool aus, die Gegend. Eine kurze Sache. Okay. Entschuldigung. Was soll es werden? Rudert los! Schiff bereit machen zum Anlegen! Ah, die Technik ist sogar hier. Cool. Ella. Ach du Scheiße. Boah, das sieht echt geil aus. Jo. Entschuldigung. Los. Alter, wie geil das aussieht. Boah, wie gerne ich persönlich da hier sein möchte. Arges, der Klop. Habe ich hier was vorgenommen? Arges. 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 Arges, ich scheiß auf deinen Namen. Oh, ich glaube, ich habe dem Spiel hier was vorgenommen. Upsi. Entschuldigung. So. Wäre so geil, wenn er jetzt von hinten einfach zugepackt hätte und dann einfach mich rausgezogen und wieder reingezogen hätte. Und an sich, das ist ja eigentlich nichts Besonderes, außer dass hier Arges der Klub sein wird. In ein paar Wochen. Eventuell. Schade. Los. Fantastische Aussicht. Komm schon. Warte. Wenn ich das schon so sage, dann muss ich auch den DSN machen. So. Das war's mal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war ja an sich sehr cool. Wir haben noch einen zweiten Kühlklub umgebracht. Cool. Ja. Dann bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Odyssey. Euer Heavy Man. Ciao.